Ich muss das Spirit von Hatsu geschaut. So, wen haben wir hier? Was geht? Ich bin Alex. Ich habe Hero gespielt auf der Europameisterschaft. Ich bin leider 6-3 gegangen. Ich habe Stand 6-2. Dann habe ich die letzte Runde gegen Labyrinth verloren. War ein schweres Matchup. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal mein Deck. Ich hatte Feature-Match. Das ist Feature-Match, das stimmt. Leider verloren. Dort wurden coole Karten. Aber ja. Wir gehen rein. Main Deck für die Monster, Hero Monster, haben wir 3 Stratos, 3 Ferris und 3 Mel gespielt. Ja, ist halt Standard, also brauche ich nicht erklären. Dann haben wir 2 Increase gespielt und 2 Vion für die anderen Vision Heroes. Du musst 2 Increase spielen, weil wenn du nur 1 spielst und den ziehst, dann verlierst du und wir verlieren nicht so gerne. Und 2 Vion ist eigentlich auch Standard, ist sehr wichtig für das Grind Game. Genau. Dann für One-Offs 1 Shadow Mist, 1 Liquid, 1 Denier und 1 Plasma. Ist auch Standard. Ich habe sehr lange 2 Shadow Mist gespielt. Ich habe jetzt auf 1 runtergekartet, weil ich habe gemerkt, du willst ihn nicht auf der Hand haben. Da, wenn du ihn auf der Hand hast und ihn für Ferris discardest, kannst du dir keinen Mass Change mehr suchen. Das heißt, also einer ist vollkommen ausreichend. Genau, Plasma ist MVP, also wenn du nicht OTK kannst, du legst einfach Plasma und DP und das reicht einfach meistens, wenn der Gegner keinen Non-Engine mehr hat. Dann für die Spells spielen wir 3 Hero Lives, 3 Fusion Destiny, 3 Mass Change, eine Rota, ein Miracle Fusion und ein Poly. Ja, ist eigentlich auch alles selbsterklärend. Wir spielen 3 Mass Change, weil wir wollen die unbedingt ziehen. Going Second, sliden wir die fast immer raus, weil du brauchst Going Second so viele Non-Engine wie möglich. Aber für Going First ist einfach sehr wichtig, dass du Dark Lore hast. Kannst auch dann durch Roll spielen, also wenn du hart schon Mass Change hast. Ja genau, wir spielen kein E-Call oder Foolish. Brauchen wir nicht unbedingt und E-Call spielt auch sehr hart in Roll rein. Das Deck ist an sich schon konstant genug. Ja. Und dann noch zum Spice. Wir spielen 3 Prosperity. Ich glaube, ich bin der einzige Spieler, der Prosperity in Hero spielt. Ich dachte anfangs auch, die wird nicht so gut. Dann habe ich das getestet und ich habe gemerkt, das ist die beste Karte in meinem Deck. So, wenn du du machst einmal Prosperity immer für 6. Es gibt dir fast immer, was du brauchst. Mass Change, Going First oder Hero Lives, Fusion Destiny. Ich habe damit einmal Rivalität aufgedeckt. Gegen Snake halt, war auch insane. Und Going Second gibt dir das halt deine Boardbreaker. Du kannst halt, du musst halt aufpassen, du kannst keine 2 Karten mit Liquid Soda ziehen. Das musst du halt bedenken. Aber du brauchst diesen Draw Tool nicht unbedingt für die Combo. Und du musst nicht OTK'en, wenn du Dark Lore Plasma DP legst. Aber ja, sehr gut auf jeden Fall. Für Non-Engine habe ich 13 Stück gespielt. 3 Droplets. Beste Karte in Hero. Shoutout an Jan, der mir gesagt hat, ich soll spielen. 3 Tactics. Tactics war MVP, ich muss sagen. Das war wahrscheinlich sogar für dieses Wochenende die beste Karte. Besser als Droplet, weil die halt auch Going First locker 5-6 Mal kam, um Hand anzuschauen. War halt crazy. Ansonsten habe ich noch 3 Nip, 3 Imperm gespielt und eine Riva. Es sind halt nur 13 Non-Engine in 45. Die Sache ist, ich wollte unbedingt Prosperity spielen, davor habe ich immer 41, 42 Karten gespielt, aber also, es hat sich gelohnt, wie gesagt, es war viel zu gut. Ich habe entschieden, einen Mix zu spielen aus Handtrips und Boardbreaker, weil also ich könnte 13 Handtrips spielen, weil wir sind in einem Handtrip-Format, aber es wäre halt nicht so gut, weil wenn ich nur 13 Handtrips spiele in 45, ich kann nicht davon ausgehen, dass ich 2 bis 3 ziehe. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr gering. Und Going Second, du hast eine Karte mehr, deswegen und auch mit Prosperity für 6 hast du gute Chancen, halt Droplet, Tactics, Imperm oder Side-Deck-Karten zu treffen. Deswegen hat mir besser gefallen. Riva ist halt so eine Sache, also gegen zweit- und drittbeste Deck, Tempai und Jubel, ist sie halt schlecht. Aber ich habe mich halt auf das beste Deck vorbereitet, was als Snaker ist. Deswegen war es, glaube ich, eine richtige Entscheidung, die zu spielen. Ich habe auch 4-mal gegen Snaker gespielt in meinen Runden. Wieso hast du keinen Neos gespielt? In vielen Listen spielen ja Neos, oder nicht? Ja, ich weiß. Ich habe Neos getestet, hat mir aber leider nicht gut gefallen. Mit Favorite Contact, weil ich habe sehr oft darauf gebrickt. Also ich finde, es sind halt 2 Bricks in einem Deck, was sowieso schon Probleme hat. Weil du hast einfach viele One-Offs, muss man halt sagen. Ja. Was ich ändern würde an meiner Non-Engine wäre Nibiru. Ich würde den komplett cutten.
Weil es ist nur gut gegen Spieler, die ihre Snake-Eye-Spieler, die ihre Kombos nicht kennen, um ehrlich zu sein. Ein guter Spieler wird immer drumherum spielen mit der One-Card-Kombo. Wie oft kam Nibiru? Was? Wie oft kam Nibiru? Nibiru kam, glaube ich, dreimal oder so. Dreimal? Ja, der kam einmal gegen Snake Eye. Da hat er mir nur das Game gewonnen, weil mein Gegner richtig schlechte Hand hatte. Er hatte Flambe, Snake Eye Diabels auf Hand, Evenly, Ash und ich glaube, er hat noch Imperm getopdeckt. Also er hat halt unspielbar, er hat Original, er musste Ash Blossom Normal und dann für Original wegsenden. Ja gut, dann kommt er gut, aber ansonsten, es lohnt sich nur Nibiru zu spielen, wenn du halt pairen kannst mit sehr vielen Handtraps, also nicht nur drei Imperm, sondern noch drei Veiler, drei Ash, drei Ogre, Bissils oder ja. Ja, also den will ich auf jeden Fall cutten für wahrscheinlich entweder Take-Karten, also so drei Mind-Control. Obwohl die in dem Deck jetzt nicht so gut ist wie in Meta-Decks, weil du halt nicht wirklich Value bekommst, da du keine generischen Link-Monster spielst oder keine Xyz- oder Synchro-Monster spielen kannst. Vielleicht auch drei Darkula, mal schauen. Aber das war auf jeden Fall das Main-Deck. Was ist denn die Idee von dem Deck? Ist es eher, du willst OT-Karten oder willst du eher Control-lastig spielen? Also, wegen der Prosperity und so weiter. Ja, also die Sache ist, du willst natürlich, wenn du Second gehst, wenn du kannst, willst du OT-Karten, ist ja klar. Der Gameplan ist, du gehst First, du legst Darklaw Plasma DP, dann machst du Keep Going, sagst du Spiel. Ist halt Makrokosmos, Skill Drain und also wenn du das Board legst, hast du eigentlich meistens gewonnen. Ja, aber es werden halt viele Handtraps gespielt, das heißt Prosperity, es hilft dir halt, um Handtraps zu spielen. Genau, wie du gesagt hast, du kannst Control spielen, du kannst um Nibiru spielen und Darklaw Pass machen mit so anderen Non-Engine halt. Manchmal reicht das halt. Ja. Dann, ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Side-Deck. Ich habe drei Crossout gespielt. Ich bin der Meinung, man muss die spielen, weil mein Deck verliert gegen Nibiru und Droll vor allem. Manchmal auch gegen Ash of Increase, tut auch sehr weh. Ja, also würde ich nicht ändern. Dann, ich habe noch drei Darkula gespielt und drei Slayer mit der Trumpet Sunny im Extra-Deck und dem Live-Twin. Die kam sehr selten, also ich muss sagen, ich habe die sehr wenig gezogen. Im Feature-Match habe ich die reingesided. Das war ein Fehler, weil wir waren nur noch 5 Minuten. Aber ich hätte das Game sowieso verloren, weil wegen Spooky Dogwood. Und in 5 Minuten kann ich nicht durch ein Board und zwei Handtraps Schaden machen. Selbst wenn Dogwood nicht gekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich verloren. Und ja, aber es ist halt in der Theorie, Slayer nimmt halt sehr viel raus. Du kannst Slayer auf Apollosa machen. Das nimmt halt drei Monster Negates raus und wenn die ein Floodgate haben, wie zum Beispiel Skill Drain, kannst du halt damit auch Backrow schießen mit dem Grave Effect von Trouble Sunny. Und Darkura ist auch gut, wenn die kein Disarray spielen, weil dann können die halt nicht irgendeine Trap Chain oder ein Wanted Chain und dann Disarray, um Darkura zu annullieren. Gegen Yubel ist, wenn die kein Disarray spielen, ist insane. Du nimmst Apo für 3 raus, Barudas, SP, Phantom und falls sie noch einen Caesar legen, du nimmst einfach 8 Drops raus, das ist komplett gestört. Aber ich würde wahrscheinlich, wie gesagt, die Take-Karten spielen wollen. Vielleicht nicht Main Deck, wie ich gesagt habe, sondern Side, einfach 3 Mind Control, Change of Heart und ein Snatch Steal. Und ja, dann vielleicht noch 2 andere Karten, muss ich halt mir noch überlegen. Als Crossout-Target hatte ich halt noch, wie gesagt, Droll und ich habe eine Ash reingemacht. Ja, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, Ash zu spielen nur für Crossout, weil das Deck verliert jetzt nicht so hart gegen Ash. Du kannst schon ein bisschen drumherum spielen, außer du hast halt nur diese. Außer du hast jetzt keinen Hero Lives, keinen Fusion Destiny, dann tut es halt schon weh. Wenn der Gegner weiß, wann er Handtrap muss, dann ein Dark Angel ist auch Standard gegen so Decks wie Kashtira, Branded, Tempai. Runic, also gegen Runic Stun habe ich den beschworen, Runde 6 oder so. Der musste Typhon machen, konnte danach nicht mehr Special, um Huggins zu suchen. Also ja, das hat auf jeden Fall sehr geholfen. Und dann noch ein Cold Buy, musst du halt spielen für Droll und andere Handtraps. Dann habe ich auch einen Lightning Song gespielt. Also ja, ich würde wahrscheinlich einen zweiten Lightning Song noch spielen und einen Duster mit den 5 Take-Karten und würde halt diese 7 Karten hier rausmachen. Weil viele spielen Floodgates, Skill Drain und so. Ich habe einfach keinen Bock auf sowas. Ich kann das zwar mit meiner Engine outen, mit Stratos und Mars Change und so.
oder DP Chain Mass Change, aber ja, es ist halt schon, du hast halt schon 3 Prosperity, also die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, wenn du mehrere davon spielen würdest mit 3 Pros. Ja. Dann kommen wir zum Extra Deck. Wir spielen 2 Cross Crusader, 2 Wonder Driver, 1 Dread Decimator für die Hero Monster, für die Link Monster. Ist so klassisch, dass man 2 von denen spielt? Nee, ich wollte gerade sagen, also die meisten spielen nur 1 Wonder Driver. Ich finde es halt nicht richtig, du brauchst den zweiten. Wenn ich Prosperity für 6 mache, ich behalte immer beide Crusader und beide Wonder Driver, ich banische die nie. Ist einfach die wichtigste Karte im Deck. Deswegen. Dann für Slayer, für die Elemental Heroes, Sunrise, F-Zero und Wake Up. Die sind Standard. Dann, ich habe einen Escuridao gespielt, der kam heute gar nicht. Der ist eigentlich nur für eine bestimmte Situation da, wenn du Fusion Schicksal hast, going second. Und damit du deine 2 Draws bekommen kannst mit Liquid Soldier. Weil du kannst ja nicht in Sunrise, F-Zero, Wake Up gehen, weil die Licht und Wasser sind. Da gehst du halt in ihn. Das Ding ist, du hast nicht genug gute extra Karten in Hero, wenn du keinen Neo-Spec spielst. Deswegen, also ich hatte halt den Platz. Für Mars Heroes, 2 Dark Lore, 1 Blast. 2 Dark Lore musst du spielen. Wenn der eine annulliert wird, du kannst den zweiten legen. Deswegen, ich mache oft Wonder Driver, Setback Mass Change. Und Blast kam auch insane gegen Runic Stun. Ich habe den 6-mal aktiviert im selben Game. Habe 3000 Lebenspunkte gezahlt, habe 6 Karten gebounced. 3-mal in seinen Zug, 3-mal in meinen Zug. Das war halt geisteskrank. Also, der konnte ihn einfach nicht outen. Der hatte die Ressource dazu nicht. Und dann für die Destiny Heroes habe ich DP gespielt und Dystopia. Der ist nur für Timeout. Ich bin nicht einmal in Time gekommen und das Deck hat halt keine lange Combo, also du kommst fast nie im Timeout. Und selbst wenn du willst nicht in Timeout kommen, weil du musst dann immer 3-mal Einheit Leb rausheiden und das ist halt nicht gut. Ja. Fazit. Beste Karte vom Deck. Beste Karte vom Deck, mein Engine. Oder Non-Engine. Also Non-Engine. Main Deck, würde ich sagen Tactics. Ja, der Effekt, um Hand anzuschauen, ist einfach viel zu gut. Und genau, also ich hatte Matchups eigentlich auch kurz 4 Snake, wie gesagt. Ich habe 2 gewonnen, 2 verloren. Ich habe gegen Uri Sun gewonnen. Ich habe gegen Blackwing gewonnen. Shoutout an Bartolan, an Kenner Gaming. Ich habe gegen Melodius gewonnen. Ich habe Runde 1 gegen Goblin Biker Horus gewonnen. Also die ersten 2 Runden waren also Fun Decks. Und dann habe ich noch gegen Labyrinth halt, wie gesagt, letzte Runde verloren, weil er hat Dice Roll gewonnen. Ich schaue meine Hand an, ich sehe so Droplet, Nibiru, Rivalität, zwischen Destiny, Hero Lives, Stratos, 6. Karte. Ich denke mir so, okay, wenn der Snaker spielt, ich habe automatisch gewonnen mit der Hand. Er spielt Juwel. Rivalität schlecht, Nibiru schlecht, Droplet nicht gut. Was willst du machen? Hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, das Event. Ja. Alles klar. Vielen Dank. Ja.